vorgestellt haben oder auch Technologien, sondern gehe mehr in die Richtung der Vorredner von heute Vormittag, die sich mit Sicherheit schon beschäftigt haben. Die haben ja den Weg eigentlich schon geebnet in die Richtung, dass Security eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Cloud-Migration, der ganzen Cloud-Diskussion ist. Und ich möchte Ihnen ein bisschen mehr noch über Security Management vorstellen, also darüber, wie man wirklich das Vertrauen dann auch gewinnt in die Wolke. Und was auch ganz klar heute Morgen schon rausgekommen ist, ein Cloud-Projekt ist immer auch ein Security-Projekt. Also nicht jedes Security-Projekt ist ein Cloud-Projekt, aber ohne Security geht es gar nicht mehr. Und das ist was, was mich natürlich sehr, sehr freut. Ich beschäftige mich seit rund 20 Jahren mit Security in Informationssystemen und das konnte man am Anfang überhaupt nicht behaupten. In den letzten 10 Jahren hat sich da sehr viel bewegt. Security Management ist bei den großen Organisationen inzwischen durchgängig vorhanden. Bei den mittleren und kleinen noch nicht so. Man sieht auch immer noch sehr viel Potenzial, vor allem bei den kleineren Infrastrukturen, was Security Management anbelangt. Und da möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen, was das eigentlich genau bedeutet. Zunächst das Statement. Ich bin pro Cloud und pro Security. Ich bin überzeugt, dass die Cloud, wenn man sie richtig betreibt, einen massiven Vorteil im Security, im Operation Security erzeugen wird. Richtig betreibt heißt, man muss sie in einer gewissen Größenordnung betreiben, damit das funktioniert. Und das wiederum sagt auch schon was aus über die vielen Provider, die momentan in den Startlöchern sind, um was mit Cloud zu machen. Die Aspekte, auf die ich nicht alle im Detail eingehen kann, sind vielfältig. Wir haben sicher die Grundlagen, über die werde ich was sagen, über Sicherheit und Sicherheitstheorie. Dann was über Konzepte, Technologie, Betrieb, was sieht der Outsourcer, wie bekommt man die ganze Akzeptanz und was bedeutet das auch für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Die erste Frage, die sich stellt, ist, was ist überhaupt Sicherheit? Sicherheit, sagen wir alle, ja, es ist nicht sicher, da ist irgendwas schiefgegangen in der Sicherheit beispielsweise. Und die erste Frage, die man dann zurückstellen muss, ist ja, was ist denn genau schiefgegangen, wie wäre es denn gerade und wie kommt es überhaupt, wie ist überhaupt gerade definiert in dem Zusammenhang? Also wer sagt eigentlich, was Sicherheit ist in einem konkreten Fall? Wir alle haben ein implizites Verständnis davon, was wir unter Sicherheit verstehen, aber man sieht hier ganz verschiedene Richtungen, wie man Sicherheit eigentlich interpretieren kann. Das sind sehr persönliche, emotionelle Sachen, wenn ich ein gutes Gefühl habe über das, was mir ein Provider beispielsweise anbietet, oder die eher rechtliche Sicht, die sich mit Compliance beschäftigt, also mit der Einhaltung von rechtlichen Rahmenbedingungen. All das hat mit Security zu tun. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir über einen sehr komplexen Bereich sprechen. Security ist immer das Security von irgendwas, also eine Eigenschaft eines anderen Objekts oder einer Gruppe von Objekten. Und die klassische Vorgehensweise beim Security Management ist, dass man sich erstmal überlegt, ja, was haben wir überhaupt, was schützenswert ist, was für Objekte sind überhaupt relevant in unserer Organisation. Und wenn man das im klassischen IT-Betrieb macht, dann fängt man unten an mit den Infrastrukturen, mit den Serverräumen, mit den Servern, mit den Betriebssystemen, Datenbank-Management-Systemen, Datensammlungen, Applikationen und so weiter und baut ein Inventar. Und geht aber inzwischen oft sehr viel weiter. Man geht auf Prozesse ein, also wie Personen mit Daten, mit Anwendungen, mit Funktionen zusammenarbeiten, bis zu Services hin, die auch Sicherheitseigenschaften haben können. Man definiert dann, in welchen Kriterien man überhaupt Sicherheitseigenschaften, Sicherheitsanforderungen erheben will. Die typischen, klassischen sind Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Nachvollziehbarkeit, wo man also sagt, ich habe hier einen Datenstamm oder eine Anwendung und ich möchte gerne eine hohe Verfügbarkeit dieser Anwendung haben. Das ist also ein Attribut, was man einer konkreten Anwendung oder einer konkreten kleinen Gruppe von Funktionalität zuordnet. Das ist hier der rote Balken. Man stellt dann, wenn man die konkreten Systeme betrachtet, oft fest, ja, wir haben da nicht ganz diese Sicherheitsleistung, die wir brauchen in dem Bereich, also brauchen wir, in blau dargestellt, In Gelb haben wir also eine Unterdeckung. Wir brauchen also in Blau dargestellt Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um diese Sicherheitsleistung hinzubringen in dieser Anwendung, in dieser Gruppe von Objekten, die wir jetzt gerade betrachten. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie das konsequent machen über eine große, komplexe Organisation, dass das einen riesen Berg gibt von Anforderungen, einen riesen Berg gibt von Maßnahmen, einen riesen Berg gibt von Aktivitäten, die Sie letztendlich auslösen müssen, um die Sicherheit in Ihrer Organisation gewährleisten zu können.
Man macht das natürlich nicht für jede einzelne Datenbank, man clustert das, man gruppiert das, man versucht möglichst stark zu vereinfachen und hat im Idealfall dann irgendwie 20, 30, vielleicht 50 Objekte, wenn es viel ist, über die man dann separat sprechen kann. Oder im Fall von spezifischen Anwendungen macht man das im Rahmen des Projektes, dass man solche Anforderungen definiert und definiert dann die Daten, Funktionalitäten dieses Projektes gesamthaft. Und das führt dann dazu, dass man das auch handhabbar hinbekommt. Das Ganze muss man dann mit den Maßnahmen so anordnen, dass man sich übertreibt. Also Sicherheit muss immer auch bezahlt werden. Das heißt, die Maßnahmen, es gibt so einen rechts, links unten dargestellt, so einen Break-Even zwischen Sicherheitsaufwand, Aufwand und den, für die Sicherheitsmaßnahmen und dem, der Sicherheit, die man dadurch erreicht. Und theoretisch muss man genau in diesen Kreuzpunkt kommen. Das ist nämlich der Punkt, in dem der Schaden, der entsteht, genau gleich groß ist wie der Aufwand, den ich treibe, um ihn zu verhindern. Das ist ein theoretischer Wert, aber das ist der Wert, auf den das ganze Risikomanagement sich im Prinzip konzentriert. Man kann die ganzen Anforderungen dann auch darstellen. Sie oben, diese blaue und rote Darstellung links oben ist ein Zentraldiagramm, das den Gap eben darstellt zwischen dem blauen und dem roten. Also blau außen heißt soll größer als ist, das heißt eine Unterdeckung. Rot außen heißt eine Überdeckung von Sicherheitsmaßnahmen. Und auf die Art bekommt man eine relativ gute Darstellung davon, wie die Sicherheit eines Objektes sich darstellt. Rechts unten dann noch die Risikomatrix. Man kann also überall, wenn man weitergehen will, noch diskutieren, wie wahrscheinlich ist denn jetzt das Eintreten eines bestimmten Risikos, einer Schwachstelle und wie groß ist der Schaden. Und kann versuchen, dann wirklich mit Erwartungswerten zu argumentieren, die dann in Franken ausgerührt werden. Ich halte allerdings da nicht so viel von, das so stark zu quantifizieren. Wesentlich ist eigentlich die relative Ordnung der Risiken untereinander, also Risiko A ist größer als Risiko B. Und der Ort, in dem das Risiko nachher landet, also mehr rechts oben heißt, dringender zu bearbeiten, wir müssen was an diesem Risiko tun. Und dann kommt die ganze Thematik der Compliance. Compliance heißt ja, dass ich Rahmenwerke, Regelwerke einhalten will und das ist das, wo die Security momentan auch ein bisschen steht. Wir haben heute so viele Regelwerke, so viele Möglichkeiten, Sicherheit zu strukturiert zu betrachten und zu bearbeiten, dass es schon fast so ist, dass die Organisationen sich aussuchen, welche Regelwerke sie überhaupt bearbeiten wollen. Sie machen das, sie lassen sich dann zertifizieren und da kommt dann einmal im Jahr jemand vorbei und guckt, ob all die Umsetzungen noch tatsächlich gemacht worden sind und stellt dann den Stempel aus und sagt, jawohl, liebe Organisation, ihr seid compliant nach beispielsweise ISO 27000 oder 27001 Ausgabe 2005. Das ist so der typische Standard, auf den ich gleich noch kurz eingehen werde. Und dann haben wir im Prinzip diesen hellgrauen Kreis abgedeckt. Das heißt nicht unbedingt, dass wir den grünen Kreis abgedeckt haben, denn es gibt da immer noch Unterschiede zwischen Security und Compliance. Die kommen einerseits daher, dass sie im Technologiebereich immer mit aktuellen Technologien zu tun haben. Das heißt, sie verändern ihre Systeme willentlich durch Änderungen an den Projekten, Änderungen an dem laufenden Betrieb. Sie bekommen Änderungen aufgezwungen quasi durch Updates, die sie machen. Dann ist es aber auch so, der Revisor kommt nur einmal im Jahr, der verpasst also solche Änderungen und muss die in einem Jahr erst betrachten. Und während dieser Zeit haben sie diese Änderungen, die an und für sich nicht abgenommen sind durch die Betrachtung. Dann ist es so, dass ein Revisor nur beschränkte Zeit zur Verfügung hat, aber je nachdem, was Sie an Daten in Ihrem System haben, haben Sie möglicherweise Interessenten an diesen Daten, die sehr viel mehr Energie hineinstecken können, um an diese Daten heranzukommen. Der Revisor hört auf nach einer gewissen Zeit, die er zur Verfügung hat mit der Revision. Ein Angreifer hört dann auf, wenn er das gefunden hat und bekommen hat, was er will. Auch da ist ein gewisser Unterschied zwischen Security und Compliance. Nur um Ihnen zu zeigen, die Tatsache, dass Sie revidiert worden sind und dass Sie einen Status, ein Zertifikat haben, heißt noch nicht unbedingt, dass Sie sicher sind. Es ist aber ein gutes Indiz dafür, dass Sie sind. Das ist Darstellung des ISO 27000. Das ist der gängige Standard in dem Bereich, der beschäftigt sich mit Informationssicherheitsmanagementsystemen. Und das ist das Informationssicherheitsmanagementsystem. Sie sehen im oberen Bereich die ganzen Prozesse und Organisationen, die notwendig ist, damit die Firma überhaupt Sicherheitsmanagement machen kann. Da geht es darum,
überhaupt eine Struktur zu schaffen, in der man über Sicherheit redet, die Sicherheit kontinuierlich verbessert und in der man Zuständigkeiten schafft, die dazu führen, dass die Informationssicherheit auch in die Organisation hinausgetragen wird und dort gelebt wird. Und was dann genau umgesetzt werden muss, ist in diesen senkrechten Säulen dargestellt. Da sind alle möglichen Sachen dran. Das Inventar ist irgendwo unter Asset Management, das ist ein eigener Bereich, der dritte hier. Sie haben die ganze Human Resources, also die Personalfragestellung. Sie haben Access Control drin, die physische Sache, Incident Management, also wie reagieren Sie auf Vorfälle. Das ist eine sehr breite Palette von Aufgaben, die Sie zu lösen haben, wenn Sie 27.000 zertifiziert werden wollen. Wenn Sie zertifiziert sind, beispielsweise von dieser Organisation, dann wird das Verzeichnis, eine Website, auf der Sie nachsehen können, wer in der Schweiz jetzt in dem Fall von dieser Organisation zertifiziert worden ist. Und das ist eine Qualitätsaussage. Das bedeutet nämlich, dass diese Organisation sich mit der Thematik beschäftigt hat und dass die diese Anforderungen, diesen ganzen Bereich wirklich erfüllen und bearbeitet haben und erfüllen. Was ist jetzt in der Cloud spezifisch? Der große Unterschied, der jetzt mit der Cloud passiert, ist im Wesentlichen die Zweiteilung. Wir haben bisher IT-Betriebe, die innerhalb von Organisationen funktionieren, jetzt mal ausgenommen die Provider. Das heißt, wir haben einen Kunden, der einen Informationsbedarf hat, ein Informationssystem oder Anwendungsbedarf hat, den er versucht, über Prozesse und über Technologie in seiner Informatik abzubilden, was dann dazu führt, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Sobald wir über Cloud oder Cloud Sourcing reden, reden wir davon, dass wir genau das teilen. Das heißt, wir nehmen den großen Bereich des Technikbetriebs, der letztendlich dann über Services, eine Service-Schnittstelle hat, oben, die angeboten wird, und wir haben auf der anderen Seite den Kunden, der die Informationsbedürfnisse, Informationsverarbeitungsbedürfnisse hat und Services bezieht. Und damit teilen wir eigentlich die ganze Bearbeitung dieser Thematik, diese 27.000, auch in die beiden Bereiche. Und nur der obere Bereich ist eigentlich für den Kunden, nicht der obere Bereich davon, sondern der obere Bereich davon. Vor allem der obere Bereich davon ist für den Kunden relevant, der untere, das ganze Ding ist aber weiterhin für den Provider relevant. Und die Cloud Security Alliance, die ja heute schon mehrfach erwähnt wurde, hat sich inzwischen in einer dritten Version eines Leitfadens damit beschäftigt, was alles für konkrete Themen jetzt bearbeitet werden müssen, um spezifisch für Cloud die ganze Sache zu bearbeiten, also Sicherheit zu gewährleisten. Das kann man noch nicht zertifizieren lassen, aber es wird nicht mehr so lange dauern, gehe ich mal davon aus. Und dann haben wir noch die Risk Assessment von der ENISA, das ist ein inzwischen dreijähriges Dokument, das sich mit den ganzen Risiken beschäftigt, die da spezifisch sind für Cloud Security. Und Risiken betreffen all diese Objekte, die da in der Darstellung jetzt enthalten sind. Wenn ich über Security rede, also wirklich über Security und nicht Compliance, muss ich mir letztendlich jedes einzelne Objekt betrachten. Ich muss jeden einzelnen Kommunikationsvorgang betrachten innerhalb der Cloud und auch von der Cloud nach außen. Die große Frage, die sich jetzt eine Unternehmung stellen muss, wenn sie mit dieser Cloud-Frage konfrontiert ist, ist: Nehme ich jetzt die interne Cloud oder nehme ich die externe Cloud? Also sprich, baue ich jetzt meine interne IT so aus oder so um, dass sie zur Cloud wird, oder nehme ich das Angebot, das mir ein externer Lieferant zur Verfügung stellt, und nutze das, biege mir das so zurecht und nutze genau die Services, die ich brauche, stelle also meine Business-Anforderungen so zusammen, dass sie in dieser externen Cloud abgebildet werden können. Und wenn man jetzt das aus Sicherheitssicht betrachtet, muss man ganz klar sagen, für die Cloud sprechen dermaßen viele Argumente bezüglich Sicherheit, weil Security einfach großartig skaliert. Es kommt nicht so groß darauf an, ob Sie für 1.000, 10.000 oder 100.000 Leute die Security machen. Im Fokus sind Sie sowieso eines potenziellen Angreifers und Sie müssen es richtig machen, aber es ist nicht so viel schwieriger, es richtig zu machen für 100.000 Leute wie für 10.000 Leute. Und all diese Punkte, die da draufstehen, sagen im Wesentlichen, sind Argumente pro Security in der Cloud, wenn man es richtig macht. Ich habe das nochmal ein bisschen aufgeschrieben. Das Problem ist, dass halt dieses Pro und
und dieses Kontra selten so klar diskutiert wird innerhalb der Organisation, sondern viele haben diese Vorbehalte, dass sie halt Sachen aus der Hand geben. Wobei man realistisch sagen muss, dass die Geschäftsleitung oder auch die IT-Leitung auch heute schon zum Teil Mühe hat, nachzuvollziehen, was die IT tatsächlich macht. Und in dem Sinn der Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Was damit auch einhergeht, wenn man so etwas, eine Cloud Sourcing macht, ist ein Umbau der ganzen IT-Leitung. Es geht also damit einher, dass man aus einem IT-Projekt und Betriebsteam und dem ganzen technischen Staff, den man auf der linken Seite noch hat, im Wesentlichen dem Provider übergibt und sagt, wir haben nur noch einen Teil, der sich mit Projektprogrammmanagement beschäftigt, mit den ganzen Fragestellungen, wie ich Services anordne und miteinander kombiniere und mit der Fragestellung, wie ich das Ganze monitore, sowohl abhängig wie auch unabhängig. Unabhängiges Monitoring ist auch ganz wichtig, das heißt nicht nur das Glauben, was der Provider auf seiner Managementseite sagt, sondern auch unabhängig, von mir aus auch aus der Cloud, ein Monitoring beziehen, um zu prüfen, was er denn tatsächlich liefert. Und das führt aber auch dazu, dass der ganze Staff, den Sie rechts haben, innerhalb der Organisation nicht mehr gebraucht werden wird. Und das ist jetzt eine Message, die ich vielleicht an die jüngeren Leute habe, die hier im Saal sind, sie möglicherweise mit Technik beschäftigen. Schauen Sie zu, dass wenn Sie Technik machen wollen, dass Sie bei einem großen Provider sind, der als Provider in der Cloud Zukunft hat, dass Sie nicht bei einer kleinen Organisation bleiben, denn ich gehe wirklich davon aus, dass die ganze Cloud-Migration innerhalb der nächsten 5 Jahre den IT-Markt massiv umkrempeln wird. Die Riskmatrix führt Risiken auf, über die heute schon zum Teil gesprochen wurde, also die ENISA wurde zwar nicht direkt zitiert, sondern das, was das Informatiksteuerungsorgan gemacht hat. Ich möchte nicht mehr darauf eingehen, weil es im Wesentlichen diskutiert wurde. Grundsätzlich ist es so, ja, selbstverständlich gibt es Risiken, die durch das Cloud Sourcing entstehen, also durch diese Verlagerung, aber diese Risiken werden, also dieser mögliche negative Impact wird bei weitem überlagert oder ausgeglichen durch die Kostenersparnis, die ich durch die Skalierungseffekte habe, durch den Sicherheitsgewinn, den ich habe. Sie müssen sich über vertrauensbildende Maßnahmen natürlich noch Gedanken machen, das heißt über Sachen, die Sie machen können, diese 27.000-Zertifizierung ist da drauf, Zusatzleistungen, Trusted Advisor, Empfehlungen und so weiter. Grundsätzlich ist es aber so, dass die weitestgehend die heute schon aktiven Provider diese 27.000er-Zertifizierung schon haben. Und dass das etwas ist, wo Leute, die Geschäftsleitungen beraten, auch drauf schauen, haben wir sowas? Ich möchte gerne einen Provider, der eine solche Zertifizierung hat, jetzt diese zum Beispiel oder eine andere. Ich habe jetzt da IBM, Microsoft, Amazon, Green und Swisscom IT Services drauf. Es gibt noch weitere in der Schweiz, die zertifiziert sind. Vielleicht noch nicht cloudmäßig, aber 27.000 zertifiziert sind. Und das ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor, auf den diejenigen achten werden, die ein solches Outsourcing anstreben. Sie können sich schützen. Es gibt einige Sachen, die Sie selbst tun können, wenn Sie Kunden eines Cloud Providers sind. Ich kann leider aus Zeitgründen nicht darauf eingehen, aber Sie können es ja in der Folie nachlesen. Es sind viele Ideen drum. Sie müssen es aber in jedem Fall individuell zusammenstellen für den konkreten Fall, den Sie haben. Wenn Sie jetzt anfangen, sich Gedanken zu machen, welche Ihrer Anwendungen denn am besten sich eignen, um outgesourced werden zu können, haben Sie hier auch eine mögliche Darstellung über Dynamik und Standardisierung bzw. Individualisierung, die Sie gehen können. Das sind Argumentationen, die man benutzt, wenn man mit Geschäftsleitungen oder IT-Leitungen darüber diskutiert, ob ein Outsourcing in die Cloud relevant ist und für welche Produkte zuerst. Die Frage ist auch die, welchen Provider oder welche Technologie Sie wählen. Microsoft ist mit Azure am weitesten bekannt oder bei weitem am bekanntesten innerhalb von vielen Organisationen. Amazon, obwohl sie uns sicher allen bekannt ist, ist auf Geschäftsleitungsebene nur als der Bücherhändler bekannt. Das ist was sich mittelfristig stark ändern wird. Ich selber denke zwar, dass wir Richtung Open Standards da einen starken Schub sehen werden, allerdings müssen Sie sich auch klar sein, dass Open Source auf Provider-Ebene nicht beim Kunden ankommt, typischerweise. Denn das, was Sie als Provider machen, wenn Sie Provider sind, mag noch so Open Source sein, der Kunde hat dann meistens nicht so viel davon. Vor allem, weil vieles von dem, was vorher als Glue bezeichnet worden ist, also als Zwischenschicht, nicht publiziert wird.
Als Kunde müssen Sie sich dann überlegen, wie ordnen Sie denn diese ganzen Services überhaupt miteinander an? Wie stellen Sie die Service in Relation mit den Anforderungen, mit den Benutzern, mit den Monitoring-Resultaten, mit den Fees und den SLAs und so weiter? Und das machen Sie nicht manuell, weil das wird relativ schnell kompliziert. Für das brauchen Sie Tools. Das ist ein Dialogfeld von einem solchen Tool. Aber nicht nur bezüglich SLA selber, sondern auch bezüglich Sicherheitsmanagement brauchen Sie Tools. Sie müssen Sachen wie das abbilden. Das ist die Cloud Control Matrix, auch von der CSA, also von der Cloud Security Alliance, die die ganzen relevanten Maßnahmen für die Implementation von Sicherheit in Clouds enthält. Und um das zu machen und automatische Auswertungen zu machen, brauchen Sie auch Tools. Und Sie brauchen sowohl diese Tools auf der Kundenseite, also auf der Seite derer, die die Services beziehen, wie auch auf der Seite derer, die die Services providen. Es sind einfach unterschiedliche Levels, unterschiedliche eine unterschiedliche Auswahl von Maßnahmen, die für Sie relevant ist. Und dann bei dem Ganzen sollten Sie den Menschen nicht vergessen. Sie haben vor allem am Anfang wahrscheinlich Effekte beim technischen Personal. Ich habe vorher mit diese Frage gestellt an die anderen Referenten, was er als größte Hindernisse sieht. Und das sind tatsächlich relevante Punkte. Also die eigene Informatik in die Cloud zu geben, wird bei vielen Informatikorganisationen innerhalb der Firmen zunächst auf Widerstand stoßen, weil man eben nicht weiß, was man genau bekommt. Die ganze Frage, ob eine Cloud-Sourcing auch nicht auch direkt dazu führt, dass man den Stoff für Big-Data-Auswertungen des Providers liefert, ist eine, die auch noch nicht restlos geklärt ist. Das hängt von den SLAs ab, von den konkreten Vereinbarungen, die Sie treffen mit dem Cloud-Sourcer. Davon können Sie nur ausgehen, dass das nicht so ist, wenn Sie innerhalb der gleichen Jurisdiktion bleiben, also im Wesentlichen zu einem Schweizer Cloud-Anbieter gehen. Und die ganzen gesellschaftlichen Effekte, die sind auch massiv relevant. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen da Fälle gehabt bezüglich der Transparenz von Online-Dienstleistungen für professionelle Dienste, aber auch die ganze Diskussion über die Revision des Bundesgesetzes zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, was jetzt gerade lanciert wird, also jetzt als ins Parlament kommt. Das ist ein wesentlicher Punkt, über den wir diskutieren müssen als Gesellschaft, um zu definieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Als letzten Punkt in dem Zusammenhang noch Security Opacity. Sie gehen, wenn Sie in die Cloud gehen, selbstverständlich davon aus, dass Sie nicht mehr alles sehen. Wenn Sie also beispielsweise heute massiv Perimeterschutz betreiben in Ihrem Netzwerk, dann ist es so, dass es in Zukunft sehr viel schwieriger wird. Sie sehen das nicht, was der Provider macht. Das ist auch gut so, dass Sie das nicht sehen. Und so wie Herr Christ vorher erwähnt hat, dass er da viele Support Cases hatte, weil er eben nicht von außen sehen konnte, wie der Provider von innen funktioniert, wird das natürlich auch im Sicherheitsbereich so sein, massiven Einfluss haben. Sie sind darauf angewiesen, dass der Provider sich selber gut schützt gegen Angriffe und damit auch Sie schützt. Aber auch das ist Teil der Vereinbarung, die Sie mit dem Provider abmachen. Und je professioneller das Angebot ist, das Sie nutzen, desto professioneller wird da auch der Schutz sein, den Sie genießen. Außerhalb des konkreten kleinen Bereichs, des konkreten virtuellen Servicebereichs, den Sie nutzen. Und über diese Sache, wie man jetzt da vorgehen will, um zu migrieren, gehe ich jetzt nicht kurz ein. Den menschlichen Faktor habe ich kurz erwähnt. Und die Thematik, was das Ganze für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet, da sind wir erst am Anfang der Diskussion. Da kommen sehr viele große Fragestellungen noch auf uns zu. Die ganze Standortwettbewerbssache möchte ich vielleicht noch kurz rausheben. Es wird viel gesagt, dass die Schweiz als Cloud-Standort große Vorteile habe. Stimmt, hat sie. Wir dürfen aber gleichzeitig nicht vergessen, dass alles, was wir in der Cloud machen und der Schutz, den wir auch in die Cloud einbauen, alles mit ausländischen Technologien gemacht wird. Und wir letztendlich nie vergessen dürfen, dass wir unsere eigenen Interessen mit Hilfe von ausländischen Technologien schützen wollen, die wir konsequent nicht im Griff haben und nicht im Detail nachvollziehen können. Und in diesem Sinne hat auch Google jetzt reagiert, hat gesagt, ja, wir sind zwar überhaupt nicht kooperativ mit irgendwelchen Diensten und geben irgendwas raus, sondern wir distanzieren uns davon. Alles, was wir machen, ist nur legale Datenweitergabe, aber eben was alles legal ist, überblicke ich im amerikanischen Rechtssystem momentan gar nicht. Und das betrifft natürlich nicht nur die amerikanischen Nutzer, sondern es betrifft natürlich die Nutzer weltweit, denn wir alle
geben ja dermaßen viel Daten von uns selber auch preis, also nicht nur, was die Firmen über uns preisgeben, sondern was wir selber auch Google oder auch anderen Anbietern preisgeben, was Google eigentlich eine komplette, nicht komplette, aber weitgehende Vorhersagbarkeit unseres Verhaltens erlaubt. In diesem Sinne also, die erste Aussage für Sie, die Cloud-Revolution ist an sich vorbei, die Cloud ist nämlich da, sagt Wired, und die Cloud ist gut für Security, sagt die Cloud Security Alliance. Die zweite Aussage, bauen Sie Ihre eigene Cloud nicht, sei denn Sie wollen wirklich eine ISO 27000 Zertifizierung machen und noch 5-6 andere Zertifizierungen in dem Bereich. Da wird die Latte extrem hoch gehängt und es wird in der Schweiz nur wenige Organisationen geben, die auf Dauer die hier mithalten können. Ich rechne mit 3, vielleicht 4 Providern, die in 5 Jahren tatsächlich noch professionelle Cloud-Services in der Schweiz anbieten können, weil einfach die Latte so hoch liegt. Drittens, protecting Swiss values using foreign technologies will be hard. Also es wird schwierig sein, das durchzusetzen. Und das ist was, womit wir als Gesellschaft noch klarkommen müssen. In diesem Sinne sage ich, boten Sie sich an, seien Sie vorsichtig, fahren Sie nicht betrunken in die Cloud rein, sondern fahren Sie vorsichtig los, kommen Sie gut an.